Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit Oscar Piastri. Warum wieder? Weil ich vor kurzem erst ein Video gemacht habe, in dem ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, wo Oscar Piastri 2023 fahren könnte. Das Video befindet sich in der Endcard, in der Videobeschreibung oder oben rechts für diejenigen, die es interessiert. Ich habe da die drei Teams Williams, AlphaTauri und Aston Martin genannt. Im Nachhinein muss ich sagen, ja, AlphaTauri war vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte, weil das wiederum ja nur für die Red Bull Junioren ist. Mein Fehler. Aber egal, kommen wir mal zur Sache. Otmar Szafnauer hat sich am Samstag in der FIA-Pressekonferenz ziemlich eindeutig über die Zukunft von Oscar Piastri geäußert. Auf die Frage eines Journalisten, glauben Sie, dass Piastri nächstes Jahr in der Formel 1 fahren wird, antwortet er, ja. Also es sieht alles nach einem Cockpit bei Williams neben Alex Albon aus und laut Szafnauer haben sie einige Optionen und der Williams-Teamchef Jos Capito hat auch gesagt, Piastri steht auf deren Liste. Und selbst Latifi sagte, und ich zitiere, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mein Platz sicher ist. Und den jüngsten Gerüchten zufolge soll Piastri ab Silverstone bereits im Auto von Latifi sitzen, aber Jos Capito hat das Ganze nochmal dementiert. Es gibt jedenfalls auch Gerüchte, dass Oscar Piastri nicht nur 2023 für Williams fahren könnte, sondern auch 2024. Unter anderem war auch das Gesprächsthema, dass, und jetzt wird's interessant, dass Williams sogar Renault-Motoren bekommt. Ihr wisst ja alle, Alpine ist ja die Sportmarke von Renault und Renault ist in der Formel 1 der einzige Motorenhersteller, der kein Kundenteam hat. Der letzte war nämlich McLaren und die sind ja zu Mercedes gewechselt. Und ich könnte mir dann halt vorstellen, ja, irgendwann mal könnte Williams mal zu Renault wechseln, aber diese Gerüchte gab es schon mal. Nein, Williams wird nicht die Renault-Motoren ab 2023 fahren. Denn es ist nämlich so, dass sie noch einen Vertrag mit Mercedes haben und ich meine bis Ende 2024 oder 2025, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also Fakt ist jedenfalls, dass Oscar Piastri vorerst noch nicht bei Alpine als Stammfahrer unterkommen kann, denn mit Esteban Ocon hat man jemanden, der bis Ende 2024 einen Vertrag hat. Und Fernando Alonso hat bis Ende 2022 einen Vertrag. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Vertrag des Spaniers um 2 weitere Jahre verlängert wird. Bekannt gegeben soll das Ganze wohl, was ich gehört habe, entweder in Silverstone oder in Paul Ricard. Denn was ich so mitbekommen habe, Alpine kann auf Alonso aktuell nicht verzichten. Man muss aber auch dazu sagen, dass er in Kanada einen wirklich guten Job gemacht hat, gerade was die Qualifikation angeht. Man sieht also, er hat mit seinen 40 Jahren auf jeden Fall noch drauf. Was Piastri angeht, hat Alpine auf jeden Fall keine Eile und er hat ja auch in der Vergangenheit wirklich sehr viele Testfahrten absolviert, unter anderem in den USA, in Katar, in Großbritannien und in Spielberg. So, liebe Community, wir nähern uns dem Ende des Videos und da möchte ich wieder mal auf den Community-Post verweisen. Ich habe wieder mal eine Umfrage für euch erstellt und das könnte ich mir auf Dauer wirklich häufiger vorstellen. Also, wenn ihr Interesse habt, klickt ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder ihr geht auf den Hauptkanal von mir und klickt dann auf Community. So, liebe Community, ihr seid wieder am Zug. Was glaubt ihr? Ist Oscar Piastri und das mit Williams wirklich eine ernstzunehmende Sache und das Ding ist schon so gut wie unter Dach und Fach? Oder glaubt ihr, dass ein anderes Team wie zum Beispiel Aston Martin oder vielleicht ein ganz anderes Team sich den Australier möglicherweise noch schnappen könnte? Schreibt eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Ich werde darauf auch antworten. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen und das supportet meinen Kanal. In diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.